Umid Nuripur ist bei mir, Co-Vorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen, auch hier beteiligt an der Veranstaltung, auch einer der Redner hier. Welche Botschaft möchten Sie gerne senden heute? Wir wollen sehr deutlich machen, dass wir zusammenstehen. Wir haben viele Streitereien innerhalb der Parteien, innerhalb der Gesellschaft, aber es gibt Fragen, die stehen darüber. Und die Solidarität mit Israel in der Situation, in der viele Terrororganisationen gerade versuchen, das Land zu zerstören, das ist unsere Aufgabe und das wollen wir auch hier nochmal darstellen. Hier werden auch heute Angehörigen der Menschen sprechen, die sich noch in der Hand der Hamas befinden, Angehörige der Geiseln. Gestern ist der Nahostgipfel in Kairo ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Was können Sie den Angehörigen der Geiseln heute hier sagen? Gibt es noch Hoffnung? Wir haben die Ehre gehabt, auch als Grüne viele der Angehörigen vorgestern zu treffen. Und deren Verzweiflung kann ich nur erahnen, aber es ist unser Job, ihnen zu helfen. Das ist ein menschliches Gebot, das ist aber auch ein rechtliches Gebot, wenn es deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind. Und wir können ihnen versprechen, dass wir das tun, was in unserer Macht steht. Deshalb ist die Außenministerin unterwegs in der Region, führt viele Gespräche, deshalb telefoniert der Bundeskanzler viel. Und wir werden das nicht jetzt mit dem Fingerschnipsen lösen können, das Problem. Aber der Terror muss aufhören und das kann nur damit beginnen, dass die vielen Geiseln, die vielen Zivilisten, Frauen, Kinder, die verschleppt worden sind, sofort freigelassen werden. Mit wem führen Sie Gespräche? Auch mit Ländern wie Katar, Ägypten, die ja auch Kontakte haben zu der Hamas. Mithilfe von Katar ist es auch gelungen, zwei US-Geiseln frei zu bekommen. Schöpft die Bundesregierung hier alle Möglichkeiten aus? Ist man in Verbindung mit diesen Ländern? Es ist ja sichtbar, wie viel Diplomatie gerade hochgefahren worden ist. Die Reisen der Außenministerin, die Anrufe, die Reisen des Bundeskanzlers. Wir reden mit allen, mit denen man reden kann, damit sie Einfluss nehmen. Das ist halt gerade kein Ponyhof. Es geht nicht darum, dass wir nur gleichgesinnte Demokraten ansprechen, sondern alle, die jetzt helfen können. Es geht um Menschenleben und das wird gerade gemacht. Diplomatie in der Geiselfrage sicherlich. Was die Hamas angeht, hat Israel erklärt, möchte man die Führung der Hamas zumindest eliminieren. Das hat der israelische Botschafter in den letzten Tagen nochmal betont. Was ist Ihre Erwartung an Israel, wie man hier vorgehen kann, um die Sache nicht weiter zu eskalieren? Israel hat international gerecht und rechtlich das verbriefte Recht, sich hier zu verteidigen. Und die Regierung hat die Pflicht, die eigene Bevölkerung zu schützen. Zu diesem internationalen Recht gehört die Verhältnismäßigkeit der Mittel, dass die israelische Seite diese einhalten muss. Es ist mehrfach artikuliert worden von den Amerikanern, von uns, auch aus der israelischen Regierung selbst heraus, beispielsweise von Benny Gantz, der bis vor kurzem noch Oppositionsführer war. Und die Israelis versuchen ja jetzt nicht irgendwie Rache zu verüben, sondern dafür zu sorgen, dass 4 Wochen nach dem Krieg die Hamas nicht weitermacht. Die Hamas hat noch nie einem Friedensplan zugestimmt, hat noch nie beigesprungen, wenn es darum ging, dass man 2 Staaten macht, sondern hat immer nur sehr klar und deutlich gesagt, dass sie Israel zerstören wollen. Und deshalb wehrt sich Israel jetzt und versucht, die Infrastruktur und die Kapazitäten zu zerstören. Ich verstehe das, es ist mehr als richtig. Mhm. Sie, die Solidarität Israels, auch die Sicherheit Israels, dass das deutsche Staatsräson ist, wird auch immer wieder von der Bundesregierung betont. Wie weit geht aber die Solidarität Deutschlands mit Israel? Was schließt das ein? Waffenlieferungen? Fragezeichen. Es gibt Waffenlieferungen nach Israel schon sehr, sehr lange. Wir reden über das eine Land auf der Welt, das seit 75 Jahren sich keinen Tag leisten kann, militärisch unterlegen zu sein, weil es hochaggressive Nachbarschaften hat. Und dementsprechend stehen wir Israel bei, mit dem, was wir können und was rechtens ist und was auch gebraucht wird. Und das wird täglich abgefragt und da wird täglich geschaut. Es geht natürlich nicht alles. Streumunition geht nicht, aber wir haben auch Gott sei Dank keine Streumunition. Die ist zu Recht geächtet. Danke, Umid Nuripur, für dieses Gespräch. Danke.